Pascal Seger. Nächsten Samstag ist es soweit. Zum dritten Mal findet das Mundart-Konzert hier in Mura statt. Erzähl uns mal, was für spezielle Bands würden am Abend denn spielen? Ja, wir haben der Samstag Mundart-Konzert in Mura im Weihering. Fünf Bands aus Schweiz, Liechtenstein und Österreich. Dabei sind sicher zwei Liechtensteiner Gruppen mit Res von Walzers, die sicher allen im Begriff sind, haben im April die dritte CD rausgebracht, jetzt dieses Jahr. Mit dabei auch Eni 4 aus dem Unterland. Eine Gruppe, die spezielles Leben und Kultur im Liechtenstein aufgreift. Dann ein grosses Highlight vom Mundart-Konzert dieses Jahr ist sicher Ruali Schmetzer. Das ist der Kassensturz-Moderator, der mit einer hochkarätigen Band von Bern hierher kommt, extra für das Mundart-Konzert. Und dann ebenfalls aus der Schweiz, von Basel, ist die Schmier. Die Schmier tun Lieder von The Police übernehmen und tun einfach den Text anpassen, respektive sie machen einen Basler Text passend zur Melodie von The Police Songs. Und als letzte Band ist dann noch Schelinski aus dem Vorarlberg, wo dann am Mundart-Konzert spielt. Im Hintergrund sehen wir den Aufbau vom Transparenzelt. Was für ein Zelt ist das ganz genau? Das Transparenzelt ist sicher wieder eine spezielle Sache. Wir machen das wieder wie im letzten Jahr. Es ist eigentlich das Zelt, das am nächsten zu euch kommt, ein Outdoor-Feeling. Wir haben also, wenn es schön Wetter ist, die Kulisse, wo man sagt, von Mura, der Ausblick auf Mura, aber auch einen schönen Blick in den Sternenhimmel. Bei schlechtem Wetter haben wir aber durch das Transparenzelt genauso auch die Wettersicherheit, also die Trockenheit der Gäste abgesichert und kann durch das Fest bei jedem Wetter durchführen. Wenn ich Karten haben will, wo muss ich dort hin? Was kosten die? Karten gibt es im Vorverkauf bei der Trockerei Jele zu Verutz, der Metzgerei Falknis zu Balzers, bei der Aviatankstelle zu Pendra und beim Café Matt zu Mura und kostet 20 Franken im Vorverkauf. Ebenfalls gibt es Tickets an der Oberkasse direkt zu Mura für 25 Franken.